Herzlich willkommen, du da draußen, zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, Teil 2 der Saga. Ich sagte ja, es wird weitergehen und jetzt ist es soweit. Wir fangen direkt auch mal ein neues Spiel an und importieren unseren Mass Effect 1 Charakter. John Shepard, Stufe 40, Charakter importieren. Mass Effect 2, wahrscheinlich so das geilste der drei Spiele, würde ich jetzt mal sagen. 3 ist auch gut, aber 2 ist schon recht top. So, das passt soweit alles. Rang 40, Soldat, das passt auch. Wir sind dem Weg des Vorbilds gefolgt, Status von Rex. Rex hat auf Vermeier überlebt, im Einsatz vermisst. Kaitan Olenko wurde auf Vermeier getötet. Ratsgeschichte, der Rat wurde beim Angriff auf die Citadel getötet. Weiter, stimmt alles soweit. BioWare Production. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Einen Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Citadel hat die Menschheit die Kontrolle über die Galaxie übernommen. Der von den Menschen geführte Rat muss nun auf Beweise reagieren, denen zufolge die Reaper gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliche fortschrittlichen Zivilisationen auslöschen, zurückgekehrt sind. Um die Gerüchte einzudämmen, blenden wir diesen Text an dieser Stelle aus, damit sie nicht weiterlesen können. Sorry, ich war gerade am Trinken, als der Text losging, das war euch zu spät. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Joker! Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind da ist er ja. Monat verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausfangmanöver! Liara, oder? Shepard? Notsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Die Allianz wird uns nicht im Stich lassen. Wir müssen nur durchhalten. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er lässt sich nicht evakuieren. Ich werde auch nicht gehen.
die Crew in die Evakuierungsshuttles. Ich kümmere mich um Joker. Shepard! Liara, weg hier! Jetzt! Ei, ei. Alle rein da! Los, los, los! So, und jetzt sind wir dran. Tagebuch aktualisiert. Gehen Sie zum Joker ins Cockpit auf den Oberdeck der Normandy. Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt. Komm schon, Baby, haltet durch, haltet durch. Oh Mist. Aber das sieht halt schon wieder richtig geil aus. Oh, freue ich mich jetzt gerade schon wieder drauf, das hier durchzuspielen. Aber ich kann mich schon wieder nicht mehr satt sehen daran. Oh, wie geil. So ein richtig schönes Science-Fiction-Weltraumspiel mit... Oh. Oh, mir läuft gerade echt so ein bisschen kalten Rücken runter. Joker, du Irre. Du musst hier raus. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt für einen weiteren Angriff zurück! No! Tja, und das war's mit Commander Shepard. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Mass Effect 2. Wir sehen uns bei Mass Effect 3 wieder. Natürlich nicht. Mass Effect 2. Oh, ich freue mich so richtig. Jetzt, wo ich angefangen habe, habe ich so richtig Lust zu spielen, hey. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter.
So, jetzt können wir uns wieder, könnten wir uns nochmal verändern, aber zwecks der Immersion natürlich bleiben wir, wie wir uns kennen, aus Mass Effect 1. Jetzt schaue ich hier nochmal durch. Taktische Tarnung, Verbrennung, KI-Hacken, Waffen aus Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Maschinenpistole. Biotischer Sturmangriff, ziehen, Schockwelle, Waffenausbildung, Schrotflinte, schwere Pistole, Maschinenpistole. Tech-Panzerung, wäre für schwere Pistole, Maschinenpistole, Experte. Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten und töten können. Sie verfügen zwar nicht über eine umfassende Kampfausbildung, aber wenn es darum geht, Feinde zu besiegen, ohne dass ein Schuss fällt, sind die erste Wahl. Schwere Pistole, Maschinenpistole, Überlastung, Verbrennen, KI-Hacken, Kryostrahl. Techniker sind Tech-Spezialisten und die einzige Klasse, die auf dem Schlachtfeld Kampfdrohnen einsetzen kann. Wenn es darum geht, die feindliche Verteidigung zu durchbrechen und Gegner außer Kraft zu setzen, sind sie eindeutig die effektivste Klasse. Lesen wir alles durch. Wächter sind einzigartig, denn sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Beides beherrschen sie nicht ganz so gut wie Experten und Techniker, aber sie sind enorm vielseitig und kommen mit jeder Situation zurecht. Also es sind so Hybrid-Frontkämpfer. Frontkämpfer werden wegen ihres risikoreichen und meist recht erfolgreichen Kampfstils gefürchtet. Sie nähern sich dem Feind sehr schnell und vernichten ihn dann aus kurzer Distanz mit Waffen und biotischen Fähigkeiten. Ist jetzt nicht so meins. Infiltratoren sind Tech- und Kampfspezialisten mit der einzigartigen Fähigkeit, sich vor visueller und technologischer Entdeckung zu schützen. Sie sind auf jede Entfernung tödlich, mit einer genau guten Waffenausbildung und Kräften, die jedem Gegner gewachsen sind. Adrenalinschuss, Betäubungsstoß, Waffenausbildung, Sturmgewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Brand, Kryo, Disruptor. Soldaten sind reine Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder effektiver, wenn es darum geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Soldaten haben die umfassendste Waffenausbildung und können jede Art von Spezialmunition verwenden. Ich bleib beim Soldaten. Wir nehmen an und weiter geht's. Au. Knie angestoßen. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schöpfwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Pistole nehmen, so. Da steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen. Was habe ich denn jetzt hier alles erhalten? Ach, die ganzen Add-ons. Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Wow. Sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Ja, genau. Erste Änderung, die jetzt auffällt, jetzt gibt es hier Munition. Also man kann jetzt nachladen. Das heißt, ich drücke nicht mehr die ganze Zeit umsonst Leertaste. Und jetzt gibt es nämlich auch Kopftreffer und so weiter. Also wirklich ein gutes Schadensmodell, was mich sehr freut. Also es macht schon, es macht eigentlich wirklich so gut wie alles besser als im ersten Teil.
Also wie ihr seht, Kopftreffer effektiv natürlich. Ah! Ups. Nein, was hab ich denn hier? Disruptor-Munition. Was wolltest du sagen? Wie konnte man denn hier jetzt wieder sprinten? Ah ja, genau, mit Lea. Das muss ich vielleicht nochmal umändern. Die Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Großer böser Bot. Moment, hier war doch irgendwas. Hier konnte ich doch was nehmen hier. Hä? Da war doch irgendwie gerade toter Soldat oder sowas. Granatwerfer nehmen. Hä? Da hieß es wieder, Granatwerfer nehmen. Wo denn? Ist es vielleicht das im nächsten Raum? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Da kommen die Max. Ah. Und wir gehen wieder zur Pistole. Und durch A. Mach ich doch. Hier wird nicht rumgekrochen. So, umgehen. Es funktioniert jetzt anders auch wie im ersten Teil. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um Sicherheitsvorkehrungen zu gewähren. Starte umgehen. So. Das funktioniert so ein bisschen wie Memory. Hä? Nochmal. So, C. Und so. $975. Ich kann es nicht so ganz beurteilen, aber ich glaube, Sprache könnte ein bisschen lauter sein und Musik vielleicht ein kleines bisschen leiser. Okay. Und jetzt? Oh Mann, das dachte ich schon. Ich dachte schon, jetzt ist es kaputt. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte.
sehe, die haben uns mal wieder voll aufgepäppelt. Wir haben gesehen, was so Blutkreislauf und alles mögliche war. Es sah ja nicht ungefähr unbedingt so gesund aus. Oh, schon wieder großer, böser. Oh, Mist. Du Mieser. Zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Was auch auffällt, ist die gute neue Synchronstimme von Shepard. Was ist mit den Max? Sicherheit. Normalerweise kämpfen sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich, außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie herausbringen, Shepard. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Max zu erledigen, und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Klingt nach einem Deal, Jacob. Okay, ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, Sie zurückzubringen. Nur Sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, wie Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen?
Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Gut, genug gequatscht. Verschwinden wir von hier. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson! Hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Klang reichlich überrascht. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie, die Wartungstunnel sind da entlang. Schön ist, dass auch das wieder eine ganze Zeit lang her ist, dass ich es gespielt habe. Und ich auch nicht mehr alles so genau weiß. Also es gibt auch immer wieder Sachen, wo ich dann auch wieder überrascht sein werde, weil ich es vergessen habe. Sensoren aktivieren. Ich hoffe, einen anderen Weg hier rausfinden. Vorzugsweise einen, der nicht direkt zu einer feindlichen Einheit führt. Gehen. Oh Gott, Sie haben mich gefunden! Hilfe! Ich hoffe natürlich, dass ich nichts verpassen werde. Weil es gibt zumindest jetzt diesen Mass Effect doch wirklich sehr, sehr viel, was man finden kann und was man übersehen kann. An dieser Stelle mal wieder ein Gruß an die Blutgräfin, wie ich schon mal erwähnt habe, größter Mass Effect Fan, den ich jemals gekannt habe. Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig, Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie er vor der Explosion war, mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir seine Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn er nicht mehr der gleiche Mann ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Aber offenbar ist es ja nicht die Allianz, die uns jetzt hier geholfen hat. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja. Das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation! 2x Medigel. Müssen wir nochmal hier gucken. Wilson ist schwer verwundet. Bewegen Sie Ihre Maus über die Einigkeitskraft. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmechs vielleicht runterfahren.
Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Mehr Max! Die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Überlastungskraft. Diese Max wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Hä? Es reicht. Verschwinden wir von hier. Und das erinnere ich mich jetzt wieder. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Cerberus, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im ersten Teil schon davon gesprochen. Das ist halt eine sehr, sehr dubiose Vereinigung, ich wollte das Wort nicht einfangen. Eine sehr, sehr dubiose Vereinigung, die halt auch grundsätzlich in der Galaxie die Menschen voranbringen will und nicht allzu viel übrig hat für Aliens und auch gern mal mit Reaper-Technologie rumprobiert hat. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Also gut, wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttleburg. So, Codex aktualisiert. Cerberus. Das ist jetzt das zweite Hacken, was es gibt im Spiel. Wir sehen hier oben dieses Zielsegment und das muss man quasi hier finden und markieren. Dann das nächste, das ist gleich drunter. Dann dieses, so. Voller Zugriff gewährt. Ein Medikill erhalten und 900 Credits erhalten. Wir wurden entdeckt. Was? Lebt noch. Arme Schilde verloren. Werkabsysteme hochgefahren. Also die Folge wird jetzt natürlich diesmal ein bisschen länger, weil es die erste Folge ist, natürlich. Ah.
Das ist eine ziemlich heftige Kraft, was der da hat. Okay, hier haben wir zwei Sachen. Noch ein Pad. Das hackt man noch. Hier. Das da. Und das da. Wieder ein paar Credits. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Also, wie zu erwarten war, der Shepard, der hat nicht so ganz gut ausgesehen, als sie ihn gefunden haben. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, Sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Eiskalt. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir.
Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen? Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Eine Freundin? Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel. Nachdem der Rat auf der Destiny Ascension gestorben war und Sie Saren getötet hatten, was ist dann passiert? Anderson, wir haben Anderson zum neuen Ratsherr gemacht. Der Rat war tot und die Menschheit übernahm die Führung. Ein neuer Rat wurde gebildet. Ich habe Captain Anderson als Vorsitzenden empfohlen. Ja, Captain Anderson ist jetzt Ratsherr Anderson. Man sagt allerdings, das Leben beim Militär sei ihm lieber gewesen. Trotzdem gut zu wissen, dass das Ratsmitglied der Menschen die Politik nicht über die Verteidigungsfähigkeit stellt. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Gut, dann würde ich sagen, ist hier eigentlich ein ganz guter Punkt, um ein Päuschen zu machen. Das war die erste Folge von Mass Effect 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut!